Also ja, wir können mal ganz kurz lesen. Das Radwieser setzt sich zuerst und versucht, dann schafft ihr es aber dennoch es zu drehen. Die Türen öffnen sich mit einem lauten Dröhnen. Ja, wenn ihr dran dreht. Als ihr euch in der Mitte des Raumes nähert, fallen die Türen mit einem Knall zu. Jo. Das hatten wir ja schon alles. Oh. Augenlose. Also Gal und seine Jungs. Halt! Wagt es nicht, diesen heiligen Boden zu betreten. Nur jene, die dem blicklosen Auge dienen, dürfen hier wandeln. Ich bin Gal, der hohe Priester des einen Gottes. Darüber möchte ich gerne mehr wissen. Wie dient man eurem blicklosen Auge? Der eine Gott hat gefordert, dass seine Jünger eine höhere Stufe der Weisheit erreichen. Man muss das entfernen, was behindert und verunglimpft. Also die Augen. Die uneinigen Augen werden während der heiligen Weihe aus dem Kopf entfernt. Wer überlebt und sich als Gläubiger weiß, den nimmt das blicklose Auge in seinen Diensten auf. Und wenn man nicht überlebt? Unglücklicherweise gibt es auch solche, die nicht die Kraft haben, dem einen Gott zu dienen. Der Mangel an Glauben führt sie in die Irre. Die Körper dieser Unglückseligen wandern in die Grube der Ungläubigen. Dann erzählt mir mehr über dieses blicklose Auge. Wer ist der? Das blicklose Auge hat uns die Erleuchtung gebracht. Nur durch die Entfernung unserer Augen können wir den Schleier der Lügen und der Täuschung beiseite ziehen, der unser Leben trübt. Er ist der älteste und weiseste einer Rasse, die euch womöglich unter dem Namen Betrachter bekannt ist. Ja. Wir, die wir ihm dienen, scharen uns mit Freuden um ihn, denn seine Macht wird uns beschützen. Wenn ihr weise seid, dann dient auch ihr ihm so, wie wir ihm dienen. Er ist also ein ganz stinknormaler Beholder, in Anführungszeichen. Wobei das als eine der übelsten Kreaturen aus den tiefsten Tiefen von Toril ist. Ein Betrachter? Betrachter sind unglaublich mächtig und intelligent. In ihren Augen tragen sie Magie, so ist das zumindest üblich. Ich habe selbst noch nie von einem augenlosen Betrachter gehört. Ohne seine Augen ist der eine Gott stärker, nicht schwächer. Er hat Berge erschüttert und mühelos jene Nahen vernichtet, die es wagen, ihn zerstören zu wollen. Nur jene, die ihm dienen, werden ihm sicher sein. Und wie wird mein Diener? Der eine Gott, ja, kennen wir. Wenn man überlebt... Was ist, wenn ich mir die Augen nicht entfernen lassen will? Es ist ein Zeichen der Schwäche, die Erleuchtung zu verweigern. Würdet ihr bereitwillig ohne Arme und ohne Füße umherziehen wollen? Ich glaube nicht. Das blicklose Auge könnte Fähigkeiten wie die euren gebrauchen. In eurem Fall könnte man unter Umständen eine Ausnahme machen. Es gibt etwas, das ihr tun könnt, was der Großartige nicht vermag, trotz seiner unermesslichen Macht. Unterstützt ihn darin und ich werde euch in unseren Kreis aufnehmen, auf das ihr die Gegenwart des blicklosen Auges kennenlernt. Sagt mir, was es ist. Dieser heilige Boden ist Teil einer größeren uralten Einrichtung. Es ist gefährlich für den, der sich in die tieferen Gefilde wagt. Das blicklose Auge weiß von einem wertvollen Gegenstand in diesem Gebiet. Wenn ihr bereit seid, in diese Gefilde hinabzusteigen und diesen Gegenstand für ihn zu finden, könnt ihr ihm euren Wert beweisen. Tut das und ich werde euch in unseren Kreis aufnehmen, auf das ihr die göttliche Gegenwart des einen kennenlernt. Von was für einem Gegenstand sprecht ihr und wo muss ich ihn suchen? Der Gegenstand ist ein Zepter oder eher ein Teil davon. Ihr findet ihn auf einem heiligen Altar. Mehr kann ich euch darüber nicht sagen. Ihr müsst euch von eurem Glauben leiten lassen. Wie gelange ich in die tieferen Gefilde? Ich habe einen Schlüssel, den ich euch geben kann. Der verscheucht euch Zutritt zu den inneren Räumen durch eine Tür, die sich nicht weit von hier auf dem Weg befindet, den ihr gekommen seid, bei den Abwasserkanälen. Okay, ich werde erstmal gucken, was ich da unten alles finden kann. Und dann kann ich ja immer noch mich gegen das Auge wenden. In meinen Augen seid ihr ein würdiger Gläubiger. Hier ist der Schlüssel. Sobald ihr das Zepter habt, bringt es mir und wir werden es gemeinsam dem blicklosen Auge darreichen. Also wenn das ein Betrachter und seine Helfershelfer nicht schaffen, da haben wir wirklich ein schweres Stück Arbeit vor uns. Am besten gehen wir vorsichtig vor, Talisa. Ja, gut.
Jetzt habe ich einen neuen Tagebucheintrag. Kult des Augenlosen. Ich habe mit Gay gesprochen, dem Anführer des Kultes. Sein sogenannter Gott ist nur ein blinder Betrachter. Ich kann mir einen Betrachter ohne seine Augen nur schwer vorstellen, aber offenbar handelt es sich hier tatsächlich um solch ein Wesen. Um Zugang zu erhalten, habe ich mich bereit erklärt, mich in die tieferen Ebene der unterirdischen Kammer zu begeben, in denen sich der Kult aufhält, und mit einem Zepter zurückzukehren, das der Betrachter benötigt. Dieses Zepter befindet sich offenbar auf einem Altar. Leider verfüge ich nicht über mehr Informationen. Gail hat mir den Schlüssel gegeben, mit dem ich in diese Bereiche vorstoßen kann. Ja, Schlüssel? Ah. Gails Schlüssel. Das ist der Schlüssel, den ihr von Gail erhalten habt. Ihr könnt damit die Tür öffnen, die zu den unteren Ebenen dieses Verlieses führt. Dort kann man eine Hälfte des Dimensionsreißers finden. Ja, gut. Ich würde auch gerne mal wissen, wo ich noch die restlichen Teile des Ausgleichers herkriege. Ach ja, identifizierte Sachen können zu Minsk zum Verkauf. An den Ausgleicher kann ich mich nämlich auch nicht mehr so richtig ganz erinnern. So, dann gucken wir mal, ob wir dann noch eine tiefere Ebene runter haben. Ich denke, ich leichtfüßig und so. Was uns auf dieser Ebene noch erwartet. Oh, Falle hat zugeschnappt. Und wir haben einen Lebenskraftentzug. Mist. Nee, den lasse ich leider nicht auf mir sitzen. Eine andere Falle würde ich vielleicht ignorieren. So magische Geschossfalle oder so, aber die Lebenskraftentzugfalle, die muss jetzt wirklich nicht sein. Keine große Herausforderung. Was braucht leichtfüßig und so? Genau, die da. Ich warte. Nun gut. Das ist echt das Problem bei Baldur's Gate mit dem Fallen suchen, dass man wirklich im Kopf bis 6 zählen muss und dann erst weitergehen darf. Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Sasa. Fragt nur, wenn ihr es wollt. Ah! Seid auf der Hut, meine Freunde. Jemand ist uns zuvorgekommen, ich kann es spüren. Noch mehr ohne Augen. Seid ihr Anhänger des blicklosen Auges? Regt euch nicht auf, ich bin hier, um dieses Zepter für euren Gott zu suchen. Noch mehr Kurtisse, ich werde das hier jetzt und hier beenden. Seid ihr Anhänger des blicklosen Auges? Nein, meine Fürstin, das sind wir nicht. Oder vielleicht wäre es richtiger zu sagen, dass wir nicht länger Anhänger sind. Was führt euch an diesen Ort? Sagt mir erst, was ihr damit meint. Ihr werdet keine Anhänger mehr. Mein Name ist Sasa. Ich war einst Hohepriester des einen Gottes. Als ich herausfand, wie abgründig tief seine Bosheit war, floh ich und tat mich mit anderen zusammen, die den Kult auch verlassen hatten. Wir versuchten den Betrachter aufzuhalten, aber wir hatten die Sinne verloren, die er uns für den Verlust unserer Augen geschenkt hatte. Wir sind wirklich blind und stolpern nur vorwärts beim Versuch, das Böse zu beenden. Aber wie wollt ihr den Betrachter aufhalten? Als ich Hohepriester des blicklosen Auges war, entdeckte ich, dass der einzige Zweck, hierher zu kommen, darin lag, das mächtige Artefakt von unten zu erlangen. Dies ist ein Gegenstand von solch zerstörerischer Macht, dass die Götter selbst bestimmten, er sollte nie wieder angewendet werden. Er wurde in zwei Stücke geteilt und diese Hälfte wurde hier verborgen. Es ist gegen Störungen von außen durch mächtige Magie und Bestien geschützt, die in den Höhlen leben. Viele Anhänger der Betrachter haben ihr Leben gelassen, bei Versuch es wiederzuerlangen. Ich weiß, meine Fürstin, dass der Betrachter die andere Hälfte des Zepters besitzt. Wenn er auch diese Hälfte an sich bringt, wäre es fähig, furchtbare Zerstörung zu entfesseln. Wenn das wahr ist, muss der Kult vernichtet werden. Ich werde das Zepter nicht holen. Nein, meine Fürstin, genau das Gegenteil ist wahr. Wenn ihr dieses Zepter wiedererlangen könnt, müsst ihr es tun. Warum? Ich dachte, ihr sagtet, der Betrachter soll den Gegenstand nicht kriegen. Wir haben selbst versucht, uns die zweite Hälfte des Dimensionsreißers zu beschaffen
um mit seiner zerstörerischen Macht den Betrachter zu vernichten. Das ist die einzige Möglichkeit, diese Kreatur zu zerstören. Der Betrachter hat es nicht geschafft, sich des Zepters zu bemächtigen, weil die Götter den Gegenstand verflucht haben. Dann könnt ihr den wahren Wert des Artefakts ermessen oder die vorausgehende Bedrohung. Wärt ihr bereit, nach unten zu gehen und das Artefakt zu beschaffen, meine Fürstin? Kann denn eine Hälfte des Zepters ohne die andere funktionieren? Nein, das geht nicht. Um die Macht nutzen zu können, muss die andere Hälfte vom Betrachter gestohlen werden. Ich weiß auch schon wie. Beschafft die erste Hälfte, dann werde ich euch davon erzählen. Also gut, ich werde so schnell es geht zurückkommen. Ich bin äußerst dankbar, mein Fürstin. Wir haben es versucht, doch unsere Blindheit schränkt uns ein. Diese Kammer, in der wir sind, ist sicher, solange der Sarkophag nicht geöffnet wird. Ich möchte euch bitten, ihn auf keinen Fall zu öffnen. Ich spüre, wie das Böse davon ausgeht und ich möchte, dass meine Brüder und ich hier in Sicherheit bleiben können. Oh, ich bitte darum, dass mein Gott mir irgendwann meinen dummen Fehltritt vergibt und mir, mein Augenlicht wiedergibt. Seid in den Tiefen vorsichtig und denkt daran, dass die Götter wahrscheinlich niemanden erlauben, das Artefakt längere Zeit für sich selbst zu behalten. Denkt daran, gutes Gelingen. Ja. Ich bin an einen gewissen Sasa gestoßen. Er war jetzt der Hohepriester des Betrachters, bis er von den Wahnsinn der Kreatur erfahren hat. Das Wesen ist hergekommen, um sich einen Teil eines mächtigen Zepters zu beschaffen, das sich in der Kammer unter dem Tempelbereich befindet. Der Betrachter verfügt bereits über die andere Hälfte des Zepters. Zahlreiche Mitglieder des Kults wurden nach unten geschickt, um sie... Oder sie sind offenbar allesamt gescheitert. Aber sie sind gescheitert. Sasa behauptet, dass die Götter das Zepter wegen seiner unverstehbaren Macht verflucht haben. Mehr konnte er mir dazu leider nicht sagen. Er meint jedoch, dass die einzige Möglichkeit, den Betrachter zu zerstören, darin besteht, das Zepter gegen ihn einzusetzen. Ich muss also die eine Hälfte des Zepters von unten holen. Dann wird mir Sasa verraten, wie ich den Betrachter die andere Hälfte stehlen kann. Natürlich. Ja, das ist wieder ein Lich-Lich-Sarkophag. Also... Nicht öffnen. Beziehungsweise Quicksave machen. Da können wir mal kurz einen kurzen Blick reinwagen. Ihr fühlt euch höchstes Wunder, als euch dem Sarkophag nickt. Der Deckel wirkt schwer, aber ihr könnt ihn bewegen, wenn ihr es wirklich wünscht. Mühselig drückt ihr den Sarkophagdeckel zur Seite. Der Geruch des Todes steigt euch in die Nase. Im Sarg befinden sich zwei vollständige goldene Skelettarme und zwei goldene Skelettbeine. Ein Gefühl des personifizierten Wesen geht vor ihnen aus. Magische Energie umtanzt euch und dann taucht ein Wesen auf. Ihr hättet niemals hierher kommen sollen. Lange Zeit habe ich gewacht, lange Zeit habe ich gelitten. Wer bist du, Menschling, dass du die sterblichen Hülle von Kangax aufsuchst? All das Böse auseinandergerissen wurde, wurden drei Teile weggeschlossen. Ein Jahrhundert lang bewachte ich dieses Teil und spende jenen den Tod, die der Dunkelheit folgen. Euch geht es nicht anders, Menschling. Euer Tod wurde beschlossen, als Kangax fiel. Ich warte. Ja, das ist ein Schattenleichnam. Ja. Der echte Schattenleichnam benutzt Zeitstopp. Und nichts ist so böse wie Zeitstopp. Der jetzt, solange Zeitstopp wirkt, können wir überhaupt nichts machen. Nur er kann. Ja. Mhm. Das ist die Macht eines Liches. Keine große Herausforderung. Jemanden, den man nicht bekämpfen will. Oder wollen möchte, wie man es auch immer nimmt. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze. Aber ja, für die Kangax-Quest, die übelst heftig ist. Au. Hey, wir haben einen Todesalb damit getroffen. Die Dienerin schon erledigt.
So. Heilung. Wir haben noch mehr als genug Zauber für noch ein bisschen kämpfen. Deswegen werde ich mir die Rast jetzt erstmal sparen. Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. Hi, Jungs. Ja, dem Tode nah und unverletzt. Au, Todesalben macht Lebensentzug?